Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XII Zodiac Age für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir Amalia getroffen, sind weiter durch die Garamseys Kanalisation gegangen und sind jetzt kurz davor wieder zur Unterstadt zu kommen. Zumindest sieht es ganz danach aus. Also gehen wir erstmal in diesen zentralen Gang. Beziehungsweise das zentrale Schleusenbecken. Eine kleine Runde rum. Um meine Zwangsneurosen zu befriedigen. Hier ist sogar ein Speicherpunkt, Mensch. Oh ja, können wir gleich mal speichern. Bis dieser Spielabschnitt bla. Was haben wir als letztes hier? Okay, also hier. Ja. Ja, willkommen zurück, wie gesagt. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. In diesem wunderbaren Spiel, wahrscheinlich aber der letzte Part, den ich vor meiner Prüfungsphase aufnehmen werde. Ich habe schon viel zu viel jetzt aufgenommen vor der Prüfungsphase. Eigentlich sollte ich lernen gerade. Rostige Vorrichtung. Ne. Eine Vorrichtung, um die Wasserschleusen zu bedienen. Die Vorrichtung ist mit einem Schloss gesichert. Werde ich also wohl nichts hier verwenden können. Okay. Kommen wir hier lang denn zurück? Ja. Jetzt ist es einfach offen, oder was? Letztes Mal war es verschlossen. Und hier haben wir den nächsten Boss, das Pyros. Einfach so. Warum auch nicht? Okay, Balthier. Willst du es mal machen? Kannst du nicht. Oh, weil die MP auf 0 sind wegen deiner Ausrüstung. Glaube ich. Hehehe. Wie äußerst unpraktisch. Kann man dem was klauen? Ja, das will ich doch jetzt mal ausprobieren. Danach werde ich direkt mal gemacht zaubern. Ja, ein Potion. Und nichts, okay. So, du wirst erstmal verlangsamt, das ist vollkommen logisch. Ich hoffe, es funktioniert. Sieht danach aus. Dann frisst du einmal Negrum und dann wird einfach draufgeballert. Ne, verfehlt tatsächlich. Hat nicht funktioniert, schade. Oh, das Negrum ist echt stark gegen ihn. Also, es macht halt generell das Negrum immer stark. Muss man ja mal so sagen. Starker Zauber. Hattest du noch irgendwas? Du kannst Feuer zaubern. Na gut, Feuer ist jetzt bei ihm wahrscheinlich nicht unbedingt das Praktischste. Also bleiben wir erstmal dabei. Huch! Oh Gott, er rastet aus. Oh Gott. Aber er ist vergiftet. Er ist vergiftet? Haha. Ah nee, wir sind vergiftet. Haha, verdammt. Doch nicht mehr so witzig. dann heilt euch mal. Gegengifte gibt's genug. Fran, du auch. Und du bitte Weißmagie. Auf wen am besten zuerst? Auf dich selbst, ja. Ich bleib bei den Angriffen. Warum ist er gerade nicht anwählbar? Oh Gott. Was passiert hier? So, ihr seid schon am Heilen, ne? Na gut, es geht so. Wow! Du bist gut mit Potions am Start, dann mach das mal bitte. Oh Gott, jetzt greift er mich an. Das ist okay, das ist okay. Greif mich an, ja? Ich hab noch volle AP, bei mir ist alles cool. Er rastet schon wieder aus. Was genau ist das denn eigentlich? Achso, das ist das, womit er uns vergiftet, hä? Ah, fuck it. Dann bitte nochmal ein Gegengift. Warum geht es nicht? Wow! Oh Gottes Willen. Das lief gerade ganz schön aus dem Ruder hier, das Pyros. Oh, Dreier-Kombo, das ist schön, das ist schön. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Negrum. Ich bleibe mal ein bisschen auf der Entfernung. Ich muss die AP meiner Leute aber trotzdem im Blick behalten.
Und dich lasse ich noch einmal klauen, ja? Oh Gott. Du solltest dich dringend heilen. Sonst gibt's gleich Torte. Oh je. Und nochmal, scheiß drauf. Das macht nämlich schön Schaden. Solange ich die MP noch habe, ist es das wert. Das macht so viel Schaden. Ich muss es nur noch einmal machen, dann ist er tot. Ohne dass meine Kumpels ihn angreifen. Necrom soll es sein, danke. Tschüss, Arschloch. Was hat er gemacht? Wo kam der her? They think me some common thief. Better than a common assassin. These people have done nothing. Release them. What are you doing? Don't interrupt me. I'm thinking. Wait! Where'd you think you were going? He didn't know what he was doing. You have to let him go. You have to. Pinello. Sorry. That dinner will have to wait. I told you. That's enough! Ugh. Leave him alone! Hold on to this for me, would you? Just until I bring Varn back. On your feet, you, over here. All right, all right. Itchy, aren't we? It's Paul Fear, my brother. What does that philanderer think he's doing? I was to kill Paul Fear, not those other baited Imperials. I brought you some of those flowers you like. Galbana lilies. Remember? You always said how they smelled nice and how pretty they were. Remember? The king. Did you? Were you really a part of it? Even if you were, Captain Bosch must have tricked you into it. Hier sind wir jetzt schon. You're awake. Where are we? Prison. Where else? More a dungeon, but it's really all the same.
relax. It's just a corpse. Jump at every little thing down here and you'll wear yourself out. It's not even a proper dungeon. They just sealed off the bottom level of the fortress. Take a look around. We're not the first they've thrown down here. Where's Fran? She's off trying to find us a way out. Remember what curiosity killed? Just a friendly word of advice. This is all the water we've got. I'd save your strength if I were you. Das Nalbina-Verlies. Oh, ich wusste echt nicht, dass wir jetzt schon hier sind. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, das dauert noch. Aber sieht nicht danach aus. Jetzt ist das Problem, dass ich nach diesem Part keine Zeit mehr habe, noch ein Part aufzunehmen. Und da ist jetzt ein Speicherplatz. Unbewaffnet, yay. Aber immerhin habe ich noch 21 Lizenzpunkte. Yay, ich will aber 30. Spaß. Naja, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hi, Sträfling 278. In den Raum hinter mir werden die Toten geworfen. Du und Lich, wir landen da auch irgendwann mal. Boah, dieses Skelett von so einem Dings hier vorne. Der wird da wohl auch bald reingeworfen. 74. Nur beten wollten mein Freund und ich für den Seelenfrieden Prinzessin Ash und Lord Rasles. Ohne Vorwarnung ergriffen uns diese imperialen Bastarde. Sie beschuldigten uns an einer Restauration der Geschichte des Geschlechtes Dalmaska zu konspirieren. Und ehe wir uns versahen, saßen wir hier. Mein Freund, er wird nicht mehr lang. Na, Kleiner, hast du noch Hoffnung? Klar. Da bin ich aber beruhigt. Denn wer die Hoffnung aufgibt, der hat nichts mehr zu gewinnen. Das Imperium ist im Untergang geweiht und der ist nicht mehr weit. Meine Kameraden, sie werden sicher. Oh, ist das eine Truhe? Ein Jill. Ein Jill. Oder Gil, wie auch immer, ne? Man weiß es nicht. Das bleibt ein Mysterium. Wer seid ihr so? Hey, Kleiner. Was hast du denn verbrochen? Ganz ehrlich, scheint es mir nicht zu sein. Hast du etwa mit Steinchen auf den Imperialen geworfen? Ach, tu doch nicht so. Als wenn die sich die Mühe machen würden, ihre Verhaftungen zu begründen. Das ist doch alles reine Willkür. Die Imperialen schmeißen jeden ins Verlies, ob Gewaltverbrecher, politisch Andersdenkende oder einfach nur solche, denen ein Gesicht ihnen missfällt. Na egal, jetzt geht's erstmal darum zu überleben. Mit etwas Glück kommst du hier vielleicht wieder raus. Ja, mit etwas Glück. Ach, diese Schmerzen. Verfluchte Schweinebande, mich so zuzurichten. Von wegen Schnüfflerjagd. Diese Schweineschnauzen sind doch selbst nichts Besseres. Glaub mir, Freundchen, du willst da lieber keinen Fuß reinsetzen. Ehrlich, ist nur zu deinem Besten. Da will ich keinen Fuß reinsetzen. Vielleicht aber doch. Ich rede nochmal mit ein, zwei Leuten hier. Hey, Neuzugang. Wenn du diese Hölle hier überleben willst, dann leg dich besser nicht mit dieser Segausgeburt Daxa an. Okay. Du bist Dalmaskaner, Kleiner. Ist ja ein Ding. Weißt du, ich habe einst diese Festung für das Königshaus Dalmaska verteidigt. Doch sieh mich jetzt an. Schwach und entkräftet. Oh Gott, dieses blöde Weibstück. Achso, du bist der mit dem... mit der Hoffnung. Hey, eine Truhe. Einen Rostklumpen erhalten. So gefällt mir das. Na Junge, bist du neu hier? Na dann mal herzlich willkommen im Verlies mit dem schlechtesten Service auf ganz Everlys. Hier sind wir alle gleich, denn der freundliche Zellenservice vom imperialen Wachdienst
behandelt seine Gäste alle mit derselben Brutalität. Ich guck mal kurz, gibt es hier noch mehr wichtige Truhen, hier wo ich jetzt gerade bin? Zwei habe ich aufgehoben, wenn mich nicht alles täuscht, ne? In der Gemeinschaftszelle. Und vier gibt es. Die spawnen alle mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% sogar. Die ersten vier. Das heißt, ich sollte nochmal schnell gucken, ob ich die anderen vier nicht auch noch mitnehmen will. Wo sind denn die anderen vier? Den hatte ich, ich glaube, den habe ich noch nicht. Also hier unten müsste noch eine stehen, genau. Die beiden habe ich demnach und... Da hinten ist die Nummer 4, okay. Ja, da habe ich jetzt gerade mal... Liegt, wie gesagt, immer noch offen hier. Da. Noch ein Rostklumpen. Ein Jill und drei Rostklumpen. Das ist schön. Im Original... Übrigens waren in jedem hier garantierte Rostklumpen. Da gab es gar keine Chance auf den einen Jill. Das ist ja witzig. Gut, ich würde sagen, ich stelle mich jetzt an den Speicherpunkt, dann war das mal ein etwas kürzerer Part, aber wie gesagt, ich muss dann hier jetzt erstmal ausmachen und will jetzt nicht irgendwo noch reinrennen und dann wird es ein 40-Minuten-Part oder so, weil ich keine Zeit mehr habe, danach noch einen Part aufzunehmen. Wir haben das Pyrrhus besiegt und so, ich denke, wir haben definitiv schon Fortschritt hier gemacht. Im nächsten Part brechen wir vielleicht aus oder vielleicht werden wir auch freigelassen, vielleicht finden wir auch irgendeinen Deal. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.